Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich heute mal ein bisschen mit euch über die BlizzCon, über Shadowlands, über Diablo 4 und allgemein so die Inhalte sprechen. Und ja, da will ich jetzt keinen Komplettüberblick über alles, was gesagt wurde, bieten oder sonstiges, sondern es soll einfach so ein bisschen meine Meinung sein, so ein bisschen vielleicht auch in Diskussionsform ist jetzt zu viel, aber so ein bisschen über die Ankündigungen drüber gehen, was ich so ein bisschen davon halte. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch ein bisschen Feedback in die Kommentare reinschreibt, um da ja, so einen kleinen Austausch auch zu haben. Als allererstes muss ich sagen, fand ich die Ankündigung von Shadowland natürlich eine Geschichte, die, naja, schon einige vorher vorausgesehen haben, beziehungsweise was ja auch geleakt worden ist. Ich war mir auch relativ sicher, dass dann Shadowlands kommen wird. Hab mir den Trailer angeguckt, war schon ziemlich gehypt, muss ich sagen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Sylvanas jetzt die Krone sich selbst aufsitzt, ne? Oder aufsetzt, besser gesagt, und dann zerreißt sie. Muss ich ehrlich gestehen, ist ein besserer Plot, als wenn sie jetzt quasi so Art Lich Queen geworden wäre, was ja schon viele spekuliert hatten. Hat auf jeden Fall so einen cooleren Touch, dass quasi die Barriere zwischen den Welten zerstört wird. Und alleine, wenn ihr euch den Screenshot hier anschaut, ist das natürlich schon auf jeden Fall eine Geschichte, die was hermacht. Dann mit den ganzen Ankündigungen rund um hier Tod und wie ist das einzuordnen, hat man ja auch dieses schöne Grafik gesehen mit diesen verschiedenen Kräften. Und da finde ich es recht interessant, weil ich bin immer so ein bisschen davon ausgegangen, okay, man hat hier so Death und Untod. Das habe ich immer eher so ein bisschen der Legion zugeordnet, weil ja quasi die Geißel von der Legion geschaffen wurde, zum Teil zumindest. Und das gibt nochmal so ein bisschen neues Bild, dass es quasi eins von diesen sechs Kräften ist. Man hat hier einmal quasi die Disorder mit The Burning Legion und dann gibt es hier einmal Death mit Undead und hier Shadow und Light und quasi Nature und Order. Und dann gibt es halt jeweils immer ein Gegenstück dazu. Heißt, man hat da nochmal so einen eigenen Part und das finde ich recht interessant vom geschichtlichen Ansatz her gesehen. Muss man mal gucken, vor allem was mich interessieren würde, wie steht jetzt Shadowlands von der Hierarchie oder beziehungsweise von der Macht im Gegensatz zum Beispiel zu der Legion? Wie stehen sie zu Licht und Schatten, zu den Titanen? Wissen die Titanen vom Shadowlands, von Shadowlands? Also das ist eine interessante Geschichte und ich denke mal, da wird noch sehr, sehr viel Lore erzählt werden. Und ja, mal gucken, was da, wie das Ganze jetzt schon vielleicht im Voraus einzelne Ereignisse darauf hingedeutet haben. Das sieht man ja oftmals auch erst im Nachhinein und das ist, denke ich mal, eine recht spannende Geschichte. Ich habe jetzt, wie ihr hier seht, einfach die verschiedenen Screens von der BlizzCon ein bisschen so als kleinen Leitfaden, dass wir da ein bisschen durchgehen, dass ich jetzt nicht allzu viel vergesse. Ich werde jetzt nicht zu allem was sagen. Zu den Zonen, das ist jetzt so eine erste Map. Ja, fünf Zonen, so wie ich das gesehen habe, beziehungsweise eine sechste, diesen Turm soll es anscheinend geben. Die Map, ehrlich gesagt, haut mich jetzt noch nicht um, aber vielleicht ist das jetzt auch ein frühes Starterding. Die Zonen an sich, finde ich, sehen sehr cool aus. Bloß diese, ja, diese Map, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen vier so Inselchen, dann dieser Turm in der Mitte und halt noch The Maw, was ja recht interessant wird, was anscheinend dann die Endgame-Zone ist, so wie ich das verstanden habe. Dann gibt es ja diese Covenants, wo man dann scheinend sich eine von vier aussuchen kann und dann auch verschiedene Fähigkeiten gibt. Es gibt, glaube ich, eine Hauptfähigkeit, dann, die man bekommt und dann noch eine zweite, die man jeweils pro Klasse unterschiedlich ist. Und ja, anscheinend kann man sich dann auch noch mit so einem Mob verbinden und so einen Skillbaum skillen, wie ich gesehen habe. Sieht alles ganz cool aus, wird aber balance-technisch wieder schwierig. Man hat Ian Hesse-Kostas auch gefragt, wie es balance-technisch ist, ne? Und er hat gemeint, dass es versuchen, richtig zu balancen und vor allem auch für PvP richtig zu balancen und eventuell, ja, eventuell müssen sie es dann im PvP auch teilweise deaktivieren, wenn es halt nicht funktioniert. Mal gucken. Bei sowas ist es halt immer schwierig, wenn sich jeder quasi was aussuchen kann und dann eins besser als das andere ist, dann wählen natürlich immer alle die stärkste Fähigkeit aus, das ist ganz klar. Mal gucken, wie sie es da machen. Anscheinend ist jedes von diesem Covenant, kann man sich das am Ende einmal aussuchen und dann ist man dran gebunden und kann es halt nur unter schwierigen Bedingungen anscheinend wieder switchen, so wie es gemeint hat, weil man es nicht für jeden Boss in einem Raid jetzt zum Beispiel switchen soll, diese Effekte, was man dann dementsprechend als Bonus bekommt. Ne? Die Zonen an sich sehen sehr cool aus, die Designs sehen auch sehr cool aus. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe mir auch diesen Art-Panel ein bisschen angeguckt
Und da muss ich sagen, ja, das könnte auf jeden Fall was werden. Wie gesagt, diese große Grundmap, die gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber vielleicht ist das ja auch noch nicht so hundertprozentig fertig. Das ist ja jetzt noch in einer ganz frühen Stadium. Vor allem dieses Vampirgebiet, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, macht auf jeden Fall was her. Ja, da werden wir mal gucken. Und dann gibt es anscheinend auch für jeden von diesen Covenant eine eigene Rüstung. Hier sieht man auch nochmal quasi so ein Mount, was man dann auch kriegen kann. Ich schätze mal, da wir nur von einem Covenant ja, gleichzeitig aktiv haben kann, muss man, wenn dann, vielleicht einmal durchhoppen, also jedes einmal komplett hochspielen. Man hat anscheinend am Ende auch eine eigene, er hat so ähnlich genannt wie eine War-Campaign, also eine eigene Campaign bei jeder von diesen Covenants. Und dementsprechend, ja, denke ich mal, das wird dann schon ein bisschen aufwendiger, wenn man alle haben möchte. Und eventuell muss man es vielleicht sogar auch mit Wings spielen. Ne? Vor allem diese Flügel fand ich echt cool, die man jetzt bei, ich nenne es jetzt einfach mal die Engelsfraktion, weil ich mir den Namen nicht merken konnte. Die sah schon relativ cool aus. Ich denke mal, da werden ziemlich viele hingehen. Beziehungsweise diese Blood-Elf-Geschichte, die sieht auch nicht so verkehrt aus. Und dann gibt es natürlich wieder einen großen, bösen Oberschurken, den man hier so ein bisschen verhüllt, geheimnisvoll das Ganze lässt. Viele spekulieren ja, dass es was mit Helia, Bonsandi oder dass es hier Myssala, also so ein Troll-Lore sein könnte. Blizzard hat in dem Q&A da nicht viel rausgelassen, also das wollen sie geheimnisvoll lassen. Finde ich auch ehrlich gesagt besser, wenn man da mal so ein bisschen ja, so ein bisschen im Dunkeln gelassen wird am Anfang. Aber anscheinend soll dieser Boss in der ganzen Expansion präsent sein, so wie auch der Lich King. Also da können wir uns dann mal überraschen lassen. Ja. Und auf jeden Fall, so wie ich das verstanden habe, ist hier The Maw, also die Zone, wo man am Anfang reinkommt, wo jetzt alle Seelen hingesaugt werden. Normalerweise sollen anscheinend die Seelen auf die verschiedenen Gebiete aufgeteilt werden. Im Moment ist irgendwas kaputt und die Seelen werden alle in der Maw, in quasi in The Maw gesaugt. Oder Maul, oder wie man es ausspricht. Und da können wir quasi irgendwie entkommen, weil wir eine Verbindung zu Azeroth haben. Und das wird dann die Endgame-Zone, wo es dann auch anscheinend so eine Art Dungeon geben soll. Diesen Tower hier, Tower of the Damned heißt der, cooler Name. Und bei diesem Tower of the Damned ist es halt irgendwie so, dass man den alleine oder mit 4 Spielern, also bis zu 4 Mitspielern, also scaled halt auch schon, wie jetzt in 8.3 die Geschichte, die kommt. Das macht Blizzard ja öfter, dass sie im letzten Patch von dem Add-on Systeme ausprobieren und wenn die dann so funktionieren, werden die ein Hauptfeature im nächsten Add-on. Und das klappt eigentlich mal ganz gut. Und das, ja, mal gucken, wie das wird. Hört sich cool an, wenn ich eine Geschichte auch solo machen kann, beziehungsweise mit anderen. Und das soll anscheinend so ein Endlos-Dungeon werden, wo es dann immer stärkere Gegner gibt. Also vom Konzept her hört sich's cool an. Wie die Umsetzung ist, müssen wir dann halt nochmal abwarten, ne? Ganz klar. Und dann kann man anscheinend auch irgendwelche Anima-Power-Sachen freischalten. Anima ist anscheinend diese Seelenenergie, so wie ich es erklärt habe. Und dann kann man dann verschiedene Sachen skillen. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall vom Grundkonzept ist es, denke ich mal, eine Sache, die Potenzial hat. Dann gibt es natürlich neue Dungeons, insgesamt 8 Stück. Kann man jetzt noch nicht sonderlich viel sagen. Neuen Raid mit 10 Bossen finde ich für den ersten Raid relativ viel, muss ich sagen. Und finde ich auch cool. Oft haben sie uns jetzt so, naja, mickrigere Raids für den ersten Content gebracht. Und hier das Art-Konzept sieht auch richtig geil aus. So ein Dracula-Schloss. Ja. Ich denke mal, das könnte cool werden. Hat man auch schon quasi so ein bisschen die Grundrisse gesehen. Gut, das sagt uns jetzt nicht viel. Das sind ganz frühe Entwürfe. Aber anscheinend ist es mit Wings, also mit Flügeln, wo man dementsprechend sich dann die Boss-Reihenfolge auch ein bisschen aussuchen kann. Ist immer nicht ganz so schlecht. Wobei, ich hasse es immer, wenn dann Leute den einen Boss tryen und sagen, ah, der andere ist doch leicht, dann gehen sie wieder zum anderen Boss rüber. Hat auch seine Schwierigkeiten bei sowas. Ja, genau. Dann ein bisschen Profession-Update hat er angesprochen, dass man anscheinend, wenn man ein Item herstellt, ist es ja jetzt so, dass dann Random-Sets drauf sind und irgendwie kann man anscheinend dann mit Sockeln direkt bestimmen. Also ich hau jetzt einen Crit und einen Mastery-Sockel rein und krieg dann ein Item, das Crit und Mastery hat. Würde ich cool finden, weil jetzt macht man nichts anderes bei den Items, dass man halt so rang die Items craftet, bis man den eins hat mit seinen Stats und ja, weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen auf Random und Glück. Finde ich das System tatsächlich ein bisschen besser. Haut mich jetzt nicht um, aber es ist zumindest ein bisschen besser. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich richtig cool finde. Und zwar ändern sie so ein bisschen die Leveling-Route. Jetzt packen sie quasi Shadowland. Also, was ich nicht so cool finde, ist, dass sie ein Level-Squish machen, aber okay, von mir aus. Dann macht es, ja. Max-Level soll jetzt, also quasi, wenn man mit Shadowlands auf Max-Level ist, ist man dann Stufe 60, nicht mehr 120 oder wenn man es dann weitergesponnen hätte, 130, sondern quasi alles,
bis vor Shadowlands ist Stufe 50 und danach ist Stufe 60. Bedeutet, man kann in der Starting-Zone quasi bis Stufe 10 spielen und dann kann man sich anscheinend aussuchen, dann kann man sich quasi aussuchen, in welches Levelgebiet man gehen möchte, ob man jetzt nach, Pandaria gehen will, dann kann man von 10 bis 50 komplett Pandaria spielen oder man spielt Cataclysm von 10 bis 50 und das finde ich eine ganz coole Sache. Ich glaube, da haben wir später noch ein paar andere Screenshots, schauen wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer rein. Was sie dann auch angekündigt haben, dass man die Chars besser customizen kann, und zwar seht ihr hier Trolle mit allen möglichen Bemalungen und das sollen anscheinend keine verbündeten Völker werden, sondern tatsächlich sind es einfach, was man im Loading-Screen seinen Char basteln kann. Finde ich eine coole Geschichte. Auch Zwerge, Wildhammer, das wünschen sich ja schon viele irgendwie. Dunkelhäutige Zwerge habe ich zwar noch wenig bis keine, glaube ich, rumlaufen sehen, aber warum nicht, ne? Warum nicht? Undeads mit weniger Knochen raus, muss ich sagen, finde ich tatsächlich cooler, weil ich habe nichts gegen Knochen, aber dieses hier abgerissen, dann abgekaut und da geht's wieder komplett weiter, fand ich noch nie ganz so geil, ja? Also, deswegen so Undeads, die quasi ohne Knochen raus sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schicker als ich finde, das sieht einfach nicht so geil aus mit den Knochen so. Also man hätte es ein bisschen anders machen müssen. Aber jetzt kann man halt sein Undead ein bisschen besser noch variieren quasi. Dann gibt es einen Haufen neue Gesichtsmodels. Das muss ich sagen, ist recht nice, dass man mal andere Gesichtsformen hat, weil so die Standard-Dinger, die es in Anführungszeichen seit Classic gibt, sind ein bisschen ausgelutscht. Ja. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, ich habe meinen Helm nicht ausgeblendet, aber ich denke mir, für den einen oder anderen, der seinen Char so aussehen lassen will wie einer selbst, kann das eine nette Geschichte sein. Genau. Und dann können auch verbündete Völker jetzt Todesritter werden, weil die Todesritter ja mit der Story von der Expansion einiges zu tun haben. Ist eine Sache, ja, okay, macht es, aber ich werde jetzt nicht unbedingt einen Todesritter Dings bauen. Also von dem her ist es für mich jetzt nicht so relevant an der Stelle. Genau. Das war jetzt quasi das erste Panel. Jetzt können wir mal gucken. Ich habe mir nochmal hier die Dinge rausgesucht. Jede von diesen Fraktionen hat eine eigene Rüstung. Und zwar hat man dann quasi so eine Fraktionsrüstung, die man sich bauen kann. Die sehen tatsächlich relativ cool aus. Das ist, glaube ich, das Plattenset, ne? Also die haben noch nicht alle fertig, aber so wie sie es gemeint haben, haben sie zumindest schon mal das Plattenset fertig. Und Rücken kann man jetzt sich auch neue Teile bauen und da muss ich sagen, klar, Flügel sind geil. Ein Grabstein hat auch was. Gut, hier hat man irgendwie so Insektenflügel, aber das Ding sieht ja mal echt Hammer aus. Also so quasi so Knochenwings, die haben schon richtig was. Ja, und da gab es dann halt quasi so ein bisschen die Vorstellung von den einzelnen Dingern. Ich glaube, als Vorbesteller kriegt man auch sowas Ähnliches, ne? Also da ist dann auch einiges dabei. Und ja, dann gab es hier noch so ein bisschen eine Geschichte, die ein bisschen tiefer reinging, wie die ganzen Geschichten funktionieren mit 4 Questzonen. Und diesmal soll es anscheinend linear sein. Also heißt, man fängt in einer Questzone an und questet nacheinander alle 4 durch und hat am Ende die Story durch und hat dann auf Max-Level quasi, kann man dann auswählen, welches von diesen Covenants man beitreten möchte und mit einem Twink kann man das dann alles sich Anführungszeichen sparen, dann kann man dann querbeet quasi questen, muss dann nicht mehr das Linear durchmachen und kann dann anscheinend auch schon im Level-Prozess für sein Endlevel-Content-Progress. Und so wie er es gesagt hat, wie das genau funktioniert, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Auf jeden Fall klingt das ganz cool, weil ihr kennt es sicher alle. Ihr spielt einen Twink, wollt ihn nur schnell auf Max-Level hauen, weil das Ganze im Low-Level rumgequestet bringt euch nichts. Und umso schneller das geht, umso besser. Und das muss ich sagen, ist ein guter Ansatz. Ja, und ich denke mal, das, was sie sich überlegt haben, klingt cool. Jetzt muss man halt abwarten, wie so ein bisschen die Umsetzung von dem Ganzen ist, wie diese Covenants sich dann ausgestalten. Und was ich ganz cool finde, hier gab es so ein paar Beispiele, was man dann für Sonderfähigkeiten hat. Zum Beispiel kann man sich in so einem komischen Fuchs verwandeln, wo er den Gegner auch nicht gleich angreifen. Und oder dann auch das Variieren in so eine Motte oder in so ein Geisterhirsch. Also es gibt schon ganz coole Geschichten, die man dann als Special-Bonus für eine von diesen Covenants bekommen kann. Genau. Dann gab es hier auch nochmal eigene Klassfähigkeiten. Hier war jetzt als Beispiel eins von einem Mage. Und da soll dann anscheinend jede Klasse eine andere bekommen. Mal gucken, wie sie das gestalten. Das gibt dann, ihr müsst rechnen, alle Klassen
dann mal 4 Fähigkeiten. Also das sind wirklich ein Haufen Fähigkeiten und wie sie das vernünftig balancen wollen, puh, da bin ich ja mal gespannt, ne? Und das sind dann hier diese Verbündeten, wo ihr eure Seele dran binden könnt. Und wenn ihr die Seele dran bindet, könnt ihr irgendwie anscheinend so einen Skillbaum skillen und kriegt dann noch ja, verschiedene Mächte und anscheinend könnt ihr das wie so Art Sockel verschiedene Sachen da reinskillen. Aber so hundertprozentig habe ich das auch noch nicht raus und da muss man mal abwarten, wie das dann am Ende ausgestaltet wird. Es ist ja noch relativ früh in der Entwicklung quasi. Haben wir denn noch? Also die Armor-Sets haben wir uns schon angeschaut, die Flügel haben wir uns auch schon angeguckt. Genau, mit dem Level-Issues, da sieht man nochmal so, wie es jetzt ist, ne? Welche Zone wie quasi hintereinander gelevelt wird. Und jetzt wollen sie es halt quasi dann einmal komplett über den Haufen werfen. Da gab es dann auch so Geschichten, wer ist mein Warchief quasi? Weil als Hordenspieler habt ihr es vielleicht, ihr habt Quests angenommen von Cataclysm, ihr habt Quests angenommen von Wrath of the Lich King, ihr habt Quests angenommen von Pandaria und zu jedem Stadium war quasi jemand anderer Warchief und dann stehen alle Warchiefs in der Mitte in der Hütte rum und das ist, also klar, sie müssen alle rumstehen, sonst kann das mit der Quest nicht mehr funktionieren, aber es ist halt ein bisschen irritierend. Und wenn man jetzt mit dem neuen System sich dann für Pandaria entscheidet und diesen Strang durchspielt, dann sollen anscheinend dann nur noch der aktuelle Warchief zu Pandaria zum Beispiel da sein. Anscheinend soll das so funktionieren. Ob das vernünftig klappt, ne, müssen wir dann mal abwarten. Und da gab es dann auch noch hier so eine. Nee, das ist immer noch das alte. Genau. Jetzt hat man hier diesen neuen Screen, wo man sieht, 1 bis 10 sind quasi Starting-Zone. Und es gibt auch eine neue Starting-Zone, quasi für alle Spieler, die das erste Mal das Spiel spielen, kommen in eine neue Starting-Zone. Und sobald man Stufe 10 ist, kann man sich quasi dann aussuchen, ob man Battle for Azeroth spielt, ob man Classic, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, MOP, WoD oder Legion angeht. Und wenn man dann auf 50 ist, dann kann man in die Shadowlands gehen. Und anscheinend soll es bei den neuen Spielern aber so sein, dass die neuen Spieler halt immer hier in diesem Exile's Reach anfangen. Alte Spieler, also die schon einen Char sich hochgespielt haben, können sich aussuchen, wo sie starten. Ich frage mich dann, ob ich als Mensch auch bei den Zwergen anfangen kann oder bei den Nachtelfen oder wie das dann genau funktioniert. Aber dazu haben sie jetzt im Detail, glaube ich, noch nichts gesagt. Genau. Also dieses Exile's Reach ist anscheinend so eine Insel, wo so Ogre-Bosse rumlaufen und so eine Geschichte, soll eine tolle Storyline haben und wenn man das durchgespielt hat, kommt man halt in seine Hauptstadt raus, also ein SW oder quasi ein Orgrimmar. Und diese Spieler müssen aber immer BFA dann spielen, also sprich, wenn du das erste Mal durchspielst, Exile's Reach und dann spielst du BFA und dann Shadowlands, also das ist quasi nur der neue Content. Wahrscheinlich wollen sie, dass die neuen Spieler, die reinschauen, den neuen Content sich anschauen, weil das halt am besten abgedatet ist und man den besten Eindruck machen kann, schätze ich jetzt mal. Und was, wie sie es argumentiert haben, dass man dementsprechend auch die aktuelle Story weiß, wie das, wie, wozu das alles kam, weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, MOP spiele und dann auf einmal in Shadowland lande, kann schon sein, dass ich mich frage, hä, wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Also ist wahrscheinlich schon sinnig. Und als quasi alter Hase, der schon einen Char oben hat, der kann sich halt aussuchen, was er basteln will. Ja? Ist, denke ich mal, jetzt von der Grundidee nicht so blöd insgesamt. Ja? Ich frage mich, ob das von der EP reicht. Ne? Anscheinend soll man auch wesentlich weniger EP brauchen. Aber wenn ich jetzt überlege, von 1 bis 50 in Burning Crusade, dann muss die Levelphase natürlich schon deutlich kürzer sein insgesamt. Ja? Schätze ich mal. Genau, also hier sieht man nochmal neue Spieler, Exile's Reach, dann hier BFA und dann Shadowlands und alle anderen können dann quasi sich aussuchen, wo sie anfangen wollen und anscheinend starten sowohl die DKs als auch die DHs starten mit Stufe 1 und können sich aber auch, glaube ich, ihr altes Startgebiet aussuchen, so wie sie lustig sind, ne? Also da ist man einigermaßen frei. Und verbündete Völker, die starten direkt mit Stufe 10, die müssen kein Startgebiet spielen, die können quasi direkt dann durchstarten in die jeweilige Expansion und dann nach Shadowlands gehen. Ja, und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich frage mich ja, warum sie es nicht gleich so gemacht haben, wo sie jetzt Burning Crusade und Wrath of the Lich King und Cataclysm und MOP zusammengelegt haben. Habe mich gefragt, Leute, warum macht ihr das nicht eigentlich gleich so? Aber gut, okay. Ja. Und was sie auch gesagt haben, anscheinend soll man jetzt, sie haben die Level zusammengeschrumpft, dass man eine Belohnung bei jedem Level hat. Ich frage mich, ob sie mit den Talenten irgendwas machen oder was sie da vorhaben. Da sind sie jetzt nicht so hundertprozentig drauf eingegangen. Sie meinten nur, jedes Level soll quasi eine Belohnung darstellen. Ob das so rhetorisch eine Belohnung ist oder ob das, also dass man eine Fähigkeit einfach mehr kriegt oder ob man dann, wie das mit dem Skillsystem dann gemacht wird, ob das
muss ja irgendwo eingedampft werden. Ja, das ist nur so ein bisschen offen. Und was sie dann hier auch noch angekündigt haben, dass viele alte Fähigkeiten wieder zurückkommen: Totems, Auren, Flüche und Gifte für alle Schurken. Finde ich eine coole Sache. Ich bin nicht so der Fan gewesen von dem Eindampfen der ganzen Fähigkeiten. Bei manchen Chars war es vielleicht oder bei manchen Klassen war es vielleicht notwendig. Finde ich cool, dass die wiederkommen. Und ja, mal gucken, wie sie das Gameplay beeinflussen werden. Viele von den alten Hasen kennen ja die ganzen Geschichten noch. Und was ich vor allem gut finde, dass viele Fähigkeiten, die früher alle Klassen hatten, zum Beispiel jeder Mage hatte alle Frost, Arkan und Feuerzauber, also nicht alle, aber zumindest von jeder Schule Zauber, und mit Skillung hat man mehr bekommen. Und jetzt haben sie es ja immer weiter runtergefahren, dass du dann als Feuermage fast nur noch Feuerzauber wirken kannst. Das finde ich ganz cool, dass da wieder ein bisschen was zurückkommt. Vor allem ich als Druide kann jetzt wieder dann mehrere Geschichten wirken. Wie ich gesehen habe, auch der Wirbelsturm kam beim Druid wieder zurück. Also dann müsste ich sogar als Guardian wieder den Wirbelsturm und Ursus Vortex ohne zu skillen quasi auch benutzen können. Und das finde ich eine ganz coole Angelegenheit. Ein Hexer hat natürlich auch einen Haufen Zeug, aber da gehen wir jetzt nicht im Detail quasi auf jeden einzelnen Spell ein. Dann haben sie jetzt hier noch ein bisschen mehr gezeigt, wie das in der Maw funktioniert, beziehungsweise dann soll es anscheinend so sein, wenn in der Maw, das ist diese Endstufe, und dann gibt es dann diesen Jailer, diesen Boss, der einen beobachtet, und umso mehr Aktivitäten man da ausführt, umso mehr quasi wird dieser Jailer auf einen aufmerksam, und wenn der auf einen aufmerksam wird, dann schickt er halt irgendwelche Gegner gegen dich, und umso mehr Elite-Gegner du umhaust oder umso öfter du auch stirbst in der Zone, umso mehr Aufmerksamkeit ziehst du und umso mehr versucht dieser Jailer quasi dich zu hindern. Also du hast mehr Aggro-Range auf Mobs oder es werden irgendwelche Mobs gegen dich geschickt, und das klingt tatsächlich nach einem coolen System. Also dass es wirklich eine bedrohliche Atmosphäre hat, wenn man nicht nur ganz normal durchläuft, sondern dass man, umso länger man da verweilt, umso mehr Aktivitäten man macht, umso mehr Gegenwehr erfährt man. Das hört sich cool an. Mal gucken, wie sie es ausgestalten. Dann haben sie hier noch ein bisschen mehr über diesen Tower of the Damned erzählt, was da für Mobs sind, wie das System funktioniert, das dahinter steckt, dass man halt jeden Gang stärkere Gegner quasi hat. Und ja, dass man anscheinend mit dem Anima dann verschiedene Sachen auswählen kann. Und hier, seht ihr, haben wir verschiedene Möglichkeiten, die man, so Art Skillung, die man anscheinend hat, die man über diese Anima-Power kriegt. Wie man die Power kriegt, keine Ahnung, aber es soll anscheinend kein Grind-System mehr sein, so wie bei der Artefakt-Power. Also hört sich das schon mal ganz cool auf jeden Fall an, ne? So viel zu dem WoW-Bereich, das sie gezeigt haben. Wie gesagt, klingt vielversprechend, ne? Inwieweit das dann alles ausgestaltet ist, muss man halt abwarten, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges umgeschmissen wird. Ich hoffe, die Karte tun sie noch ein bisschen aushübschen. Die fand ich jetzt noch nicht so geil. Aber die Zonen an sich, diese Preview-Peaks, die man gesehen haben, die sind auf jeden Fall eine ziemlich coole Angelegenheit. Und ich denke mal, können sie noch mal einiges draus basteln. So, jetzt reden wir noch mal kurz über Diablo 3, beziehungsweise nicht über 3, sondern über 4. Wie sich viele gedacht haben: Ja, das Diablo 4, endlich haben sie es quasi angekündigt, dass es kommt. Da gab es ja letztes Jahr schon ein bisschen Aufruhr. Wer mich schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich auch eine Zeit lang Diablo 3 gespielt habe. Auch ein Game, was ich sehr gern gespielt habe. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Vierer. Ich habe mir jetzt auch einige Panels dazu angeguckt und muss sagen, erstmal der Trailer, Hammer, hat mich fast ebenso gefesselt wie der von quasi von World of Warcraft. Die Story um Lilith wollen sie da anscheinend erzählen, die ja unter anderem die Schöpferin der, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Menschen heißen, aber die Menschen mit Magiebegabung anscheinend, die hat sich anscheinend mit so einem Engel zusammengetan. Und ja, ich denke mal, das kann auf jeden Fall eine coole Geschichte werden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Diablo 4 wird. Und ich werde da sicher auch mal reinschauen. Ebenso wie jetzt in Warcraft 3, was ja jetzt anscheinend, ich habe jetzt auch einen Beta-Zugang über die BlizzCon bekommen, heißt, da werden wir auch die Tage mal ein bisschen reinschauen. Ich habe vorhin mal ein bisschen geguckt, leider kann man die Kampagne noch nicht spielen, aber gegen andere Spieler kann man schon mal spielen. Das werden wir auch die Tage noch machen. Da bin ich auch schon seit langem ein Fan von, dass sie das neu aufsetzen, dass man nicht mehr mit der ganz alten Uralt-Grafik spielen muss, obwohl das Gameplay immer gut war. Und ja, noch ein Satz vielleicht zu Overwatch 2. Ich bin jetzt kein Ego-Shooter-Spieler oder kein
Spieler, der allgemein jetzt groß an Overwatch Interesse hat. Aber was ich sagen muss, das System, so wie sie es machen, dass man mit dem alten Overwatch auch das neue teilweise spielen kann, dass man Skins und Sachen, die man sich erarbeitet hat, behält, finde ich eine coole Sache. Sollte irgendwann mal ein WoW 2 kommen, wäre ich auf jeden Fall ein Fan, dass sie es genauso machen, weil das, finde ich, ist ein bisschen Fanservice oder hat mit Fanservice zu tun, dass man ja nicht quasi einen Nachfolger macht und dann dementsprechend alles, was ihr heute vorgemacht habt, ist weg und ihr müsst es halt neu holen. Und das finde ich in dem Fall cool, deswegen spreche ich jetzt Overwatch auch noch an. Genau. Dann habe ich mir noch ein bisschen hier die Dings angeguckt auf der BlizzCon, die, na, wie heißt's, dieses Arena Tournament. Und was ich gesehen habe, es gab da ein Team, das mit einem Guardian gespielt hat. Die haben mit einem Bären in der Arena gespielt und die haben, glaube ich, habe drei Matches gesehen. Die haben drei Matches, haben sie gewonnen und zwar gut gewonnen. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass ich die Season mit einem Guardian tatsächlich auch ein bisschen was in der Arena reißen kann. Und ja, gucken wir mal. Vielleicht funktioniert das und das hat mir jetzt so ein bisschen Hoffnung gegeben. Und vor allem, was es mir die Hoffnung gibt hat, wenn du mit einem Teamvorschlag im Tool kommst, das Leute nicht gewohnt sind, dass es das gibt, dann wollen sie es nicht spielen. Das ist wie im M Plus, die spielen nur mit dem besten Tank und mit dem besten Heiler und alles andere machst du nicht selbst in einem Einser-Key gefühlt jetzt. Ne? Und wenn sowas natürlich auf der BlizzCon ist, dann ist es so ein Indikator dafür, okay, sowas kann man vielleicht auch mal spielen, obwohl es jetzt vielleicht nicht die beste Kombi ist. Na, mal gucken, was da rumkommt. Genau, das waren jetzt so meine Gedanken zu BlizzCon, meine Meinung. Grob über alles drüber. Wie gesagt, wir haben jetzt bei Weitem nicht alles angesprochen, da war jetzt noch viele andere. Es gab auch noch Q&As und Interviews und alles Mögliche, aber bloß um so mal ein bisschen reinzufühlen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen denkt. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.